Mensch, was sehen denn meine kurzsichtigen Zwergenaugen da hinten? Da Nur kommt ein Blatt, der sich verlaufen hat. ein Zwerg, der sich verlaufen hat. Gehen wir ihm mal entgegen. Naja, Zwerge sind ja wie gesagt wie Maulwürfe. Die haben ja nicht so eine Ahnung, wo es lang geht, aber da kommt er doch. Hallo Redbeard, pass auf, hier ist ein Loch. So, Redbeard hat, man soll es kaum glauben, einen roten Bart. Hallo Redbeard. Hallo. So, warte mal, du bist noch ein bisschen leise. Da man dich nicht lauter stellen kann und du dich ja partout weigerst, lauter zu sprechen. Warte mal, muss ich das alles leiser stellen? So. Nein, Redbeard, das ist alles gut. So, Redbeard, du hilfst mir jetzt, ja? Habe ich mir gedacht. Ja, wollte mir sowas hilft. Bau dir doch mal eine Fackel. Wie sieht denn das aus? Na, siehst du. Also, das erste Redbeard, darf ich dir mal meine. Das sieht ja bei dir anders aus. Du hast ja eine andere World Seed wahrscheinlich, ne? Der Anfang ist immer gleich. Achso. Dann kennst du das hier schon. Guck mal, ich habe es hier schon total heimelig gemacht. Naja, ich habe ein paar Fackeln aufgestellt. Und da hinten im Links, da sind die Sachen. Und musst du dir eigentlich auch hier ein Bett hinstellen, oder? Ich müsste mich hier jetzt, glaube ich, auch ein Bett hinstellen, ja. Das kann ich ja eben machen, das Na, ist ja. dann mach dir doch mal ein Bett. Ich hab gemacht. Ein Bett gemacht. Sehr gut. So, dann was wir jetzt brauchen ist, ich soll mir ein Eisenschwert schmieden. Dann lass mal Eisen sammeln Willst du gehen. nicht erstmal eine Tür bauen? Ne, was? Eine Tür? Nein, wieso denn? Eine Tür? Kann ich Eine natürlich Tür, machen. ne? Okay, warte mal, wo macht man das? Bei grob, ne? Hier, so. Aber wie wär's noch mit dem Steintorbogen? Sieht doch gut aus, oder? Warte mal, pass auf. Du Auch meinst mal. sowas hier, ja? Genau. Aber da links und rechts neben der Tür sind ja jetzt auch noch Durchgänge. Kann man da Kann man durch? ja wegmachen. Ach, das kann man weghauen? Das wusste ich gar nicht. Okay. Mensch, was du mir wieder beibringst, siehst du, da hat sich das. Ich habe dagegen gehauen, dachte, da passiert gar nichts. Mensch, Redbeard, was bist du für ein patenter Kerl? So, und jetzt kann ich da eine Wand hinbauen. Sehe ich das richtig? Jetzt kommt eine Wand hinzu. Jo, 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 jo. Ich würde mal sagen. So. Mann, Redbeard, du patenter Kerl. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. So, und jetzt können wir da nämlich auch. Was sagst du? Hast du Kuchen gemacht? Nein, habe ich nicht. Aber hätte ich machen können. Redbeard, kann das sein, dass da wer kommt? Das kann sein, ja. Ist auch schon recht Da, gut. da, da! Muss man aus dem Baumodus raus. So. So, Block. Block. Haha. Redbeard, du machst die anderen tot, ich mach einen tot, ja? Ist das okay? Reicht das? Versuch's, ja. Ah, meine Axt ist kaputt. Was mach ich jetzt? Haut mir der Spitzhacke zu. Die irgendwie mehr Schaden als meine Axt macht. Hab doch hier blockt. Naja, das sag ich immer. Edward, kannst du da mal draufhauen? Ich hab keine Axt. Dachte, Goblins haben Angst vor. Ich mach nur zwei Schaden mit der blöden Spitzhacke. Warum eigentlich? Weil die Spitzhacke zum Arbeiten da ist und nicht zum Goblins bauen. Könnte man so sagen, ja, warte mal, wie macht man denn jetzt hier eine Behelfsaxt? Deswegen habe ich dir vorgeschlagen, eine Tür. Ja, dann hauen die Tür ein und dann ist die kaputt, oder wie? Kann man ja darüber reden. Ach, ich kann die Axt, kann die reparieren? Die kannst du reparieren, ja. Wie mache ich das? Brauchst du aber eine Reparaturstation für. Die ich nicht habe. Okay, dann ist ja nicht so wild. Ich habe ja eine. Ich habe ja hier eine. Schmeiß jetzt Wenn du mal. 5 Eisenbarren hast, kann ich dir eine bauen. Nein. So, warte mal. Wir haben jetzt. Kann man in die Tür auch eine Tür tun? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe gleich eine Tür gebaut. Ach so, ja, ich sehe das auch gerade, das Problem. Okay, dann lass das nochmal. Wie baut man sowas ab? Mit der Spitzhacke. Bau mal den Torbogen wieder ab und setz mal eine richtige Tür rein. Und die eine Fackel da ist, glaube ich, falsch rum angebracht, kann das sein?
Das kann sein, ja. Kann man die nicht irgendwie abbauen? Fackel. Jetzt hat er eine Tür hingebaut. Danke, Redbeard. Ja. Die Fackel steckt aber immer noch. Nein, tut sie nicht. Okay, jetzt eine Fackel. Moment, ich hab's gleich. Eine schöne. Wandfackel. Jetzt ist die Frage. So müsste es gehen. Na. So. Das sieht schon schöner aus, oder? So. Dank Redbeard habe ich jetzt sogar ein geschlossenes Gebäude. Trotzdem müssen wir jetzt hier. Wo ist meine Fackel? Ich kann noch nicht mal. Doch, ich kann eine Fackel bauen. So, trotzdem müssen wir jetzt Eisen sammeln, Redbeard. Los, du Zwerg. Wir können auch erst schlafen, wenn wir zählen. Können wir auch machen. Machen wir aber die Tür zu, ja, sonst kommt wer rein. Wie viel Nahrung hast du denn noch in deiner Leiste? Die gelbe unter deiner Lebensleiste. Nur so, ah, es geht noch. Ist noch okay. Über Nacht verlierst du aber Nahrung, ne? Das ist ja nicht so wild. Ich kann ja auch morgen was essen. Nicht, dass du morgens verhungern. Geht das? Über Nacht verhungern? Geht, ja. Das ist ja toll. So, pass auf, dann machen wir jetzt mal, dann esse ich mal kurz was. Das gute Lembas-Brot. Ne, ich habe ja sogar einen Pilzeintopf gekocht. So. Köstlich. So. Dann lass uns mal Eisen suchen gehen. Ich muss noch einen Pilzeintopf essen. Das ist kein Pilzeintopf. Portion hinzufügen. Pilze. Ja klar. Ich baue mal ein paar dazu. So. Ich hau mal hier einen Pilz. Komm, wir haben es doch. Lass mal krachen. So. Ich hab mal hier alles in die Warteschlange gepackt. Weil ich gar nicht weiß, ob die auf dem Tisch vergammeln können. Werden wir dann sehen. Wie findest du meinen Zwerg? Habe ich den nicht schön gemacht? Oh, guck mal hier. Tonnenweise. Kann ja auch noch mal was essen. So, kann wohl gehen. Eisen, Popeisen. So, Tür zu. Fackel raus. Das habe ich schon abgebaut, wie du siehst. Aber hier rechts müsste noch welches. Ne, da war Kohle. Mal da, was sind das da? Das Fleisch, Nahrung. Lebendes Fleisch. Wehrt es sich eigentlich? Ja, ein bisschen. Ja. So, Eisen, Popeisen. Da oben ist Kohle, da habe ich aber schon dran rumgenagt, aber die brauche ich eigentlich erstmal nicht. Oh, meine Fackel ist kaputt. Macht eine neue. Brauche ich nicht. Es ist so hell hier unten. Aber Eisen hat es ja auch nicht, ne? Droppt das eigentlich für uns beide, das Zeug, oder müssen wir uns drum prügeln? Ich nehme an, wir müssen uns drum prügeln. Ah. Guck mal, da ist Eisen. Gleich, Moment. So, wo siehst du da Eisen? Oben, hier oben in der Ecke ist Eisen. Ach da, okay, warte mal. Ich baue mal eine Plattform, ja? Oder wie würdest du da oben rankommen? Hochgraben. Hochgraben? Hochgraben, ja. Bin ich dabei. Ein Duell. Wer mag schneller sein? Haha! Hast du das gesehen, Redbeard? Gar nicht beeindruckt, Redbeard. Nee. Warum nicht? Wenn ich jetzt höre, glaube ich, baue ich deine Plattform einfach wieder ab. Nein.
Ja, du singst so schief. Back to work. Du singst, glaube ich, auch nicht besser. Doch, doch. Wenn die an das eine Ding da nicht war. Ach, hier so. Das da, was ich da gerade weggehauen habe. Genau da. Sammle ich jetzt eigentlich Eisenerz ein? Ich sehe das ja nicht. Sieht so unten rechts. Unten rechts. Ich sammle nämlich hauptsächlich Steine ein, habe ich den Eindruck. Ne, Eisenerz, alles gut. Kann man da hochhüpfen? Ja, man kann. Yay, einfach hüpfen beim Hauen, dann klappt das auch. Naja, oder auch nicht. Doch, hat geklappt. So, das müsste eigentlich schon reichen. Komm, dann latschen wir mal zurück. Ich soll ja das Tutorial bauen. Wie weit bist du schon? Du hast das Spiel schon durchgespielt? Nee, ich hab's noch nicht durchgespielt. Guck mal, ein Möter! Halb Mensch, halb Köter. Oh, hast du den Balrog schon erlegt? Ach nee, den hat der Gandalf erlegt. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn hier neue auftauchen. Hier müssen wir lang, oder? Ja. Guck mal, er beschwert sich ja, dass er hier nicht rauskommt aus der Mine. Einfach da oben ein paar Plattformen hinbauen und da oben aus dem Loch klettern. Ja. Wäre das Einfachste. So, dann baue ich mal. Was solche Eisenbarren brauchen wir? Eisenbarren. Zur Warteschlange hinzufügen, ja. So. Eisen ist in der Verhüttung. Ich mülle mal mein Inventar leer, weil ich neige dazu. Kennst mich ja. So. Was hätten wir? Was ist das? Das ist Lembas Brot. Stoffreste. Können wir mal kurz dahin packen. Pilze lassen wir mal da. Und was ist das? Hautfetzen. Ich habe mal ein, zwei Lager gebaut, da kannst du dein Material abgeben. Was hast du gebaut? Lager. Holzstücke, Steinlager, Eisenlager. Krasser Shit, Redbeard. Ein Kohlelager war ja schon hier, ne? Oder was ist? Ja, da stehst du vor. Ja. Okay. So, warte mal, dann baue ich mir mal kurz das Schwert. Das müsste jetzt gehen. Ja, wobei noch nicht ganz, oder? Eisenschwert. Mir fehlt noch ein Barren, der ist aber gleich fertig. Wolfi kommt auch gleich. Wolfi der Zwerg. So, jetzt kann ich mir ein Schwert bauen. Sehe, man braucht überall Kohle. Wo ist mein Schwert jetzt gelandet? Ach da. So. Ich habe jetzt ein Schwert. Kann ich mir eigentlich auch gleich ein Schild bauen, oder? Kannst du auch, ja. Ich guck mal kurz, wahrscheinlich fehlt mir da was für. Was ist, darf ich eigentlich die ganzen Tutorials nochmal spielen? Was hast du gesagt? Darf das ganze Tutorial nochmal spielen? Na, ich weiß nicht. Kannst du? Musst du? Muss ich, wie so aussieht, ja. Öffnet Uris Truhe, begib dich zu Durins Hochstraße nach Osten. Sammle Eisen, nutzen sie Schmiede, um einen Schlüssel herzustellen. Ansonsten, ja, da brauchen wir noch mal Eisen. Was kostet so ein Schlüssel? Ein Eisenbarren. Warte mal, den habe ich doch noch. Ja, herstellen. So, und jetzt kann ich die Truhe da öffnen. Ja, mach doch mal. So, was ist drinne?
3 Eisenbahnen, das ist ja schon mal gut. Ist auch gut. Was ist das? Lembas Brot, ist auch okay. Und eine Münze. Okay. So, ich habe die Truhe geöffnet. Bauplan gefunden. Bescheidener Schatz. Was macht man denn mit einem bescheidenen Schatz? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, der ist noch heftig oder so. So, sieh dich in Westtor um, begib dich durch ins Hochstraße nach Osten. Okay, also ich würde sagen, wir sind soweit ganz gut da, oder? Ja. Mehr Eisen habe ich nicht. Dann würde ich mal sagen, können wir ja mal gucken, was, was uns noch so erwartet hier. Bist du bereit? Kann man seinen Rucksack irgendwie vergrößern? Man kann Rucksäcke finden, ja. Warte mal, ich muss mal hier kurz was ablagern. Was hast du da hinten? Da hast du die Rohstoffe. Die Rohstoffe hast du da hingepackt, ne? Ja. Packen wir mal das Eisen hier rein. Naja, wobei, kann ich erstmal so lassen, wie es ist. Also Holz, Stein und Eisenerz kannst du hier reinpacken. Ja. Kohle müsste ich auch mal loswerden. Wie packt man das da rein? Man geht da ran und dann? Hast du eine Anzeige mit oben ist einlagern, ist rausnehmen. Wie packe ich denn hier Kohle? Ach so, 6 Kohle einlagern. Okay, alle Kohle einlagern. Ja. So, jetzt wird ein Schuh draus. So, dann können wir auch mal die anderen Sachen einlagern. Hier haben wir da noch was. Nein, alles einlagern, so. Und hier haben wir nichts. Und hier Holzstücke. Pam. So. Ich lager mal kurz um. Weil ich ja so. Weil er so effektiv bin. Metallteile haben, kann man aber nicht einlagern, richtig? Metallteile? Nein, nur in Kisten. Friste, Metallteile, Steine. Haben wir ein Steinlager? Nee, ne? Steinlager haben wir ja. Okay, dann packen wir da die Steine rein. Hautfetzen haben wir auch nicht. Okay, sieht schon ganz gut aus. Ein Steinlager. Na, gucken. Steinlager, Steinlager. Was ist denn das Steinlager? Das ist da. So, jetzt kann es losgehen, Redbeard. Bin bereit. Allerdings ist es vielleicht gar nicht so cool, klug, alles. Der greift auf mein Lager zu, während ich zu Hause bin. Sehe ich das richtig? Ja. Okay. Also diese Feuer haben einen gewissen Bereich. Oder wie in diesem Falle ist das, glaube ich, ein abgeschlossener Raum. Ja. Und in dem Bereich oder Raum greift er auf alles zu. Okay. Na denn? Mir ist auch gefallen, unser Essen ist schlecht geworden. Na, das kann man doch trotzdem noch essen. Abräumen. So. Auf, wie geht's? Oh, Redbeard. Jetzt sollen wir uns beim Westtor umgucken. Hier ist schon wieder ein Gedöns. Können wir noch mehr essen. Können Rohmaterialien auch schlecht werden? Wie Pilze zum Beispiel? Wüsste ich nicht. Also ich laufe schon seit Anfang des Spiels mit über 50 Pilzen rum und die existieren noch. Okay. Ist ein bisschen merkwürdig, oder? Was ist das? Das ist eine Statue, die man reparieren kann. Hey? Brauchst du Stein für? Stein? Okay, die habe ich natürlich zu Hause gelassen. Und einen Eisenhammer, den ich auch nicht habe. Rennt eine Ratte rum? Rennt noch eine Ratte rum? Schau, hier sollen wir uns durchbuddeln, oder was? Ja.
wir mal die Pilze mit. Das heißt, deinen Fortschritt nimmst du dann auch wieder zurück in deine Welt mit? Also quasi deine Rohstoffe hier, oder wie sehe ich das? Wie es aussieht, das, was ich im Inventar habe, nehme ich mit. Ah, okay. Da ist ja eine Strinne. Die habe ich auch gerade leer gemacht. Frechheit. So, warte mal, was ist denn das? Eisen, Kohle. Eisen ist gut. Wo ist Eisen? Das ist Eisen. Ah, ich sehe es. Okay, warte mal, was ist denn das hier? Nee, das ist Kohle. Stoffrest. Ich bin mal. Hier ist ein Holzlager. Also das ist nicht meins, aber hier ist ein Holzlager. Wenn noch Holz drin ist, nimm mit. Ja, warte mal, ich schmeiß mal ein paar Sachen weg. Ah, hier ist auch eine kleine Feuer. Hier ist auch eine kleine Schmiede. Die lass doch hier nicht mal. Was ist da? Eine Schmiede? Eine Schmiede. Ah, okay. Und ein Schmelzofen. Ah, das ist anscheinend noch so ein extra kleines Lager. Wenn man das. Kann man das. Wie beansprucht man ein Lager eigentlich? So viel ich weiß, brauchst du ein kleines Lagerfeuer. Okay. Abfeuerstelle ist es, glaube ich. Das ist leider kein Eisen hier, das ist Kohle, ne? Das ist Kohle, ja. Brauche ich gerade nicht. So, jetzt sind wir gleich oben angekommen. Los, mach schon. Komm da ran. Halt die Klappe. Ah, pfeif auf das Ding. So, jetzt bin ich nämlich schon wieder komplett überladen. Das heißt, ich schmeiße jetzt mal meine alten Sachen weg. So, und lass sie hier rumliegen. Hast du hier gerade irgendwas angezündet? Ja, hast du. Machst du da kaputt? Ich brauche Holz, damit ich hier ein kleines Lagerfeuer aufstellen kann. Was ist denn das Hässliches hier? Ich würde mal sagen, die Goblins haben hier irgendwas verunschönt. Jo. So, ich hol mir mal ein bisschen Fleisch hier. So, hat zwar nur Hautfetzen dabei, aber kann man bestimmt auch mehr brauchen. So, Hautfetzen. Ey, was du denn? So. So, hast du da jetzt ein Lagerfeuer hingebaut? Nee. Was kommt denn da? Redbeard, kommst du mal bitte? Ich habe Vorks gefunden. Naja, so schlimm sind die nicht. So, das ist auch Kohle. Eisen wäre geil. Das da sieht mir auch nach Kohle aus. Da sind wir hergekommen. Das Gebiet ist aber wirklich klein. Bitte? Das Gebiet ist aber wirklich klein. Wie klein? Ich habe gerade so eine kleine Feuerstelle gebaut. Ja. Das Gebiet, in dem du die Feuerstelle bauen kannst, ist echt klein. Und das gehört jetzt uns, oder was? Theoretisch, ja. Aber die Stelle ist so klein. Wird das gar nicht lohnen.
Okay. Da oben ist nur noch, was ist das? Das Fackeldings. Hier hinten ist noch eine Wand. Guck mal hier. Ja, schau es da. So. Ziel abgeschlossen. Sieh dich am Westtor um. Okay. Haben wir irgendeine so eine Art Karte? Ja, aber die ist nur auf ein Gebiet beschränkt, richtig? Soviel ich weiß, die war. So, gibt es hier irgendwo Eisen? Nee, ne? Hier ist schon wieder eine Statue, die man reparieren kann. Das müsste ich alles mal machen hier. Das gibt Baupläne, wenn du die reparierst. Okay. Also ist das schon recht sinnvoll. Ein Kristallwurflicht. Aha. Metallteile. Dann musst du dich ja durch alles du durchwursteln. Hast du da was gefunden? Ja, Löwen. Können ja nichts. Mein Inventar ist voll. Ja. Gibt es eine Art Schnellreise, wo man nicht, oder muss man den ganzen Weg zurückgehen? Wir müssen den ganzen Weg zurückgehen. Oder wer baut, die Lager sind auch nicht verbunden. Das heißt, wenn ich irgendwo was eingelagert habe, was toll ist, dann muss ich da zurück und das holen, ne? Ja. Krasser Shit. Ist da oben was? Nö, alles leer. Dann gehen wir mal wieder runter. Kommen wir hier runter? Ja. Am besten ist wirklich, wir gehen mal eben kurz ins Lager zurück. Ja. Machen uns wieder leer. Aber wir sollen hier irgendwas suchen. Warte mal kurz. Gebiet nach Bruchstücke der Axt durchsuchen. Wir sollen hier irgendwas durchsuchen. Nach Bruchstücke von der Axt. Ah, hier, ich hab's gefunden. Das ging ja einfach. Oh. Was läuft mit dem da? Da ist Bruchstücke von Durins Axt. Tatsache. Ja, Durins Axt. Das erste Bruchstück der Axt. Okay. Eins von fünf. So, also wir gehen jetzt zurück. Oder wie sehen wir das? Ja. Glaubst du, ich weiß, wo es zurückgeht? Moment, ich guck nach. Wir sind im Weg der blaue Pfeil. Und Weg der gelbe Pfeil. Unglücksstelle Westtor. Ich habe keine Ahnung, wo es zurückgeht. Ich sehe auch ja nicht, wo ich bin auf der Karte, muss ich gestehen. Ja, das also hier lang. Okay. Ich dackel mal hinter dir her. Im vollen Vertrauen. Warte mal, ich muss die guten Sonnenzwiebeln mitnehmen. Hier ist ein Gebäude. Was heißt ein Gebäude? Da kommen wir nicht lang, da ist ein Gebäude. Okay. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal die Fackeln angezündet. Das heißt, wenn man. Da ist der Da sind wir nicht lang gegangen. Das heißt, wenn man ein neues Lager aufschlägt, muss man sein altes Lager abbrechen und nachholen? Eigentlich nicht. Aber wenn man da die ganzen Lager hat und die ganzen Materialien, hier, das wird hier bei mir. So, hier ist das kleine Lager, was du aufgestellt hast. Was ja eigentlich auch wieder abreißt drin. Und, Hier lang. Bitte, Tala.
Ja, sieht gut aus. Woran hänge ich denn hier? Am Stuhl. Was ist das für ein blaues Leuchten? Das sind diese komischen Fackeln, die sie da tragen. Ach, und jetzt sieht man auch, wo da sein Lager ist. Alles klar, okay. Jetzt verstehe ich langsam die Karte. Du sollst jetzt nicht futtern. Du hast auch bestimmt irgendwelche Statuen eingesammelt, ne? Ja, aber ich habe die nicht dabei. Hast du welche aufgestellt gerade? Ich habe gerade zwei aufgestellt. So, wir sind wieder da. Leider kein Eisen gefunden. Schade. Oder? Doch, aus irgendeinem Grund habe ich Eisen gefunden. Keine Ahnung, wo ich es her habe. Aber ich hab's. So, da ist Eisen. Die Steine lagere ich mal ein. Vielleicht sollten wir mal was essen. Ach, du bist schon dabei. Was haben wir denn da? Hautfetzen. Metallteile, Stoffteile, Holz. So, das Holz und Stein können wir mal einlagern. Ach, eine Statue habe ich tatsächlich dabei. So. Was sagt unser Eisen? Was soll ich mehr bauen? Ein Schild, ne? Ich soll mir aus irgendeinem Grund ein Eisenschwert bauen. Ja, dann bau dir doch mal ein Eisenschwert. Aber ich habe ja schon eins. Kann man Sachen eigentlich wiederverwerten? Ausrüsten, Inventar. Habe ich nicht auch schon gefragt. Und bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Kappeneisen. Deswegen wäre das eher Eisenverschwendung, mir jetzt noch ein Eisenschild zu bauen. Ja. Eisenschild. Was rumpelt da so? Da ist was zu essen für dich. Wahrscheinlich werden wir gleich wieder hinkommen. So, wir haben tonnenweise Eisen. Was ist denn das hier? Hast du einfach eine Truhe hingestellt? Ja. Ja, weil ich nicht Fußabdruck hatte. Ich hab die da hinten in der Ecke nicht gesehen. Ach so. So, was will ich mir jetzt herstellen? Ein Eisenhammer. Ach ja, okay. Dann noch ein Eisenhammer. So, jetzt sollten wir tatsächlich mal was essen. Einen Braten. Sehr schön. Gleich nochmal was essen. Was braucht man denn für einen Braten? Aha, okay. Machen wir noch einen Braten. Kannst du auch was essen? Ich bin voll. Ich habe mich mit Pilzen vollgefuttert. So, warte mal da. Metallteile, Hautfetzen. Metallteile können wir eigentlich hier mal reinlagern. So. Hautfetzen auch. So, was ist das? Das sind die Pilze. Wer grollt denn da? Das ist Lembas Brot und eine Statue habe ich dabei. Die kann ich ja unterwegs da reinpfeffern, ne? Ja. So. Was macht man mit der Münze? Auch erstmal aufheben, nehme ich mal stark an. Erstmal aufheben, ja.
So. Wie soll es jetzt weitergehen? Warte mal, wir sollen jetzt. Begib dich nach Durins Hochstraße nach Osten. Das ist jetzt der Hauptquest. Und Durins Axt, aber naja. Wollen wir wieder bis zum Morgen ruhen? Eine gute Idee, ja. Okay. Kann weitergehen. Dann würde ich mal sagen, auf nach Osten.